gleichwertig oder gleichartig? Meine sehr geehrten Damen und Herren, das werde ich oft gefragt, wenn es um den Kompetenzvergleich verschiedener Berufe geht. Und solche Kompetenzvergleiche stellt ja der europäische Qualifikationsrahmen laufend an. Nun, gleichwertig heißt, die gleiche Kompetenzebene erreicht zu haben. Darf ich Ihnen das am Beispiel Bäcker, Meister und Bachelor in Soziologie vielleicht etwas verdeutlichen? Beide sind auf dem Niveau 6 des europäischen Qualifikationsrahmens eingestuft. Das heißt, in ihrer Fähigkeit, in ihrer Kompetenz, bestimmte komplexe Situationen zu meistern, haben sie dieselbe Niveaustufe erreicht. Der Bäckermeister kann mit herausfordernden Situationen seines Berufes selbstständig umgehen, so wie der Bachelor in Soziologie soziologische Fragestellungen komplexer Art als Soziologe gut untersuchen kann. Gleichartig sind sie damit nicht. Der Bäckermeister kann nicht in ein Masterstudium der Soziologie einsteigen, so wie der Bachelor in Soziologie nicht einfach eine Bäckerei aufmachen kann. Das können sie einfach nicht. Wir reden von berufsbildenden und hochschulischen Abschlüssen, die aber in ihrer Kompetenz, also in ihrer Kombination aus Wissen und Können, bestimmte Situationen zu meistern, gleichwertig sind.